Ja, wunderschönen guten Tag miteinander. Kaum zurück aus den Ferien, habe ich gerade ein Update bekommen. Ich habe eigentlich gehofft, es käme noch vor der Ferien und ich könnte dann den Autopilot testen, ob sich etwas geändert hat. Aber leider, also in der Ferien ist es komischerweise auch nie aufgetaucht. Die ganzen 5 Tage in Frankreich. Und kaum sind wir zuhause angekommen, hat es geheissen, neues Update verfügbar. Und jetzt haben wir hier Version 2021.12.25.7 haben wir bekommen. Da hat es wieder eine neue Spielung gegeben. Skyforce Reloaded. Schauen wir nachher noch schnell an, ob man das mit dem Controller spielen kann oder wie das genau funktioniert. Ich bin ja sonst eigentlich nicht so der Spielespieler, also vor allem im Tesla nicht. Und was hat es da sonst noch Neues gegeben? Neue Sprachunterstützung, Zdravo und Hi. Das ist, glaube ich, Finnisch und das klingt nach Kroatisch. Und dann hat es noch gewisse Sachen von wegen Tesla Powerwall Koordination. Da hat es noch Optimierungen gegeben, von wegen Laden und so weiter über Powerwall. Genau, das ist eigentlich alles, was Neues hat. Ob sich sonst etwas verbessert hat, müssen wir dann mal testen, wenn wir das nächste Mal rumfahren mit Autopilot. Und das ist ja nicht bei Spielekiste. Ich meine immer, Spielen ist bei Spielekiste, aber Spielen ist bei Unterhaltung. Skyforce Reloaded, genau. Dann müssen wir natürlich hier unseren Controller rausfischen. Ich habe ja hier mein Controller. Habe ich da mal einige getestet, welche das funktioniert. Und der hat also prima funktioniert. Dann habe ich den nicht eingesteckt. Ich muss den da noch in meinen USB-Hub einstecken. Und dann können wir mal auf Spielen drücken. Ob da etwas kommt. Wenn wir jetzt das hier Vollbild machen, yes! Cool, da hat es so viele, die man auf Vollbild schalten kann. Kann man gerade den Bildschirm reinigen. Das ist tipptopp. Also mit Ton. Also Controller scheint irgendwie... Ah, mal. Ich kann da schön links und rechts steuern. Und schiessen. Das ist aber genau mein Spiel, die habe ich genau gern. Die, die es früher an diesen Gamekästen gehabt hat, in den Restaurant und so. Hat man doch die ganze Zeit so können mit so Flügeln, irgendwie etwas Air Force hat es geheissen oder so. Hier noch Helikopter und so. Wow! Sieht man es überhaupt einigermaßen? Es blendet ein von der Sonne. Ich probiere da mal die Position zu wechseln. Wenn ich rückwärts fahre, dann kommt schön die Kamera. Und wenn ich vorwärts fahre, dann seht ihr, wenn sich das Fahrzeug bewegt, können nur Mitfahrer Tesla Arcade verwenden. Prüfen Sie vor der Verwendung die örtlichen Gesetze. Da kann ich also theoretisch während dem Fahren kann ich sagen, ich bin Beifahrer und kann dann leider nur im kleinen Modus spielen. Aber immerhin, ich könnte sogar als Beifahrer das Game zocken da. Wenn ich dann im Parkmodus gehe, kann ich auf Vollbild schalten. Das ist... Das haben sie aber geil gemacht, muss ich sagen. Es ist wirklich... Kann man sogar als Beifahrer kann man während der Fahrt ein bisschen spielen. Also das ist ein cooles Game, das passt mir gut. Da ist schon der erste Hauptgegner, oder was?
Uiuiui. Die Steuerung ist ein bisschen zitterig, aber sorry, aber das Rettungsteam ist auf Urlaub. War nur ein Witz. Wir kommen. Ja, das wäre es vom ersten von der News da vom Software-Update. Und ein kurzer Test vom Spiel. Viel Neues hat es nicht gegeben, da im 12.25.7, aber immerhin etwas. Peace, macht's gut. Ah, die Luna wollte ich euch noch schnell zeigen, wenn ich sie jetzt gewaschen habe nach dem Urlaub. Die war voller Sand. Ist mittlerweile wieder gereinigt. Sieht eigentlich so wie gut aus. Und die Felge hat es hier eben verwischt. Das ist da. Seht ihr dann im Video oder habt ihr schon gesehen im Video? Das Avignon dort in den engen Gässli. Mehr ist nicht passiert, die Pneu ist alles noch gut und so. Wirklich da sieht man es überhaupt. Ein bisschen hat es den Felgen verwischt. Sonst ist nichts passiert. Einmal geblitzt hat es mich, glaube ich, noch. Aber da sehen wir dann, wie teuer das Bus wird. Viel zu schnell bin ich auf jeden Fall nicht gewesen. Und der Sand ist eigentlich auch mehrheitlich wieder entfernt. Es war alles voller Sand hier vom Strand. Ja, sonst hat es Luna tiptop gemacht. Da. Dann bis zum nächsten Mal. Peace. Ah ja, was ich noch vergessen habe. Seit wir wieder in der Schweiz sind, respektive seit dem Software-Update jetzt, öffnet mein Auto wieder automatisch. Es hat jetzt irgendwie etwa 3 Wochen lang, habe ich immer die App aufmachen oder beim Keyfob zweimal drücken, dass er aufgeht. Und jetzt irgendwie ist es komisch, ich laufe an und es geht auf. So wie es muss sein. Also Software-Update hat das Problem gelöst.